Ein Tennisball schwingt geführt von zwei Gummiseilen auf und ab. Wenn man jetzt eine positive Richtung einführt, dann kann man die Bewegung und auch den Impulsinhalt qualitativ beschreiben. Nehmen wir also die Z-Achse nach unten, dann können wir sagen, wenn der Tennisball oben startet, dann hat er keinen Impulsinhalt. Mit der Zeit nimmt der Impuls zu bis zu einem Maximum und dann nimmt der Impuls wieder ab, bis der Impulsinhalt wieder null ist. Beim Hinaufgehen wird der Impulsinhalt sogar negativ. Nun ist der Impuls eine Erhaltungsgröße. Das heißt, Impuls kann weder erzeugt noch vernichtet werden, sondern nur mit der Umgebung ausgetauscht werden. Schauen wir uns diesen Austausch einmal an. Zuerst gibt es einmal einen Austausch mit dem Gravitationsfeld. Wenn man den Tennisball fallen lassen würde, dann würde seine Geschwindigkeit immer größer und größer, vor allem im Vakuum. Das ist ein Zeichen, dass der Impulsinhalt zunimmt. Und dieser Impuls kommt über das Gravitationsfeld direkt in den Körper hinein. So etwas bezeichnet man als eine Quelle von Impuls. Zusätzlich fließt Impuls über das gespannte Gummiseil an die Erde weg. Wir können sagen, wenn ein Gummiseil oder eine Feder oder sonst irgendetwas unter Zugspannung steht, dann fließt der Impuls rückwärts, das heißt gegen die gewählte Bezugsrichtung. Deshalb fließt von unten her, wenn das Seil immer noch gespannt ist, auch ein bisschen Impuls zu. Es kann sogar passieren, dass der Impulszufluss von unten gleich groß ist wie der Impulsabfluss nach oben. Dieses Bild, das in Karlsruhe entwickelt worden ist, ist ziemlich aussagekräftig. Nun gibt es aber die andere Darstellung mit den Kräften. Und wie hängen diese beiden Darstellungen zusammen? Das Prinzip bei den Kräften heißt freischneiden. Also schneiden wir einmal den Tennisball frei. Dann haben wir hier die Kräfte. Jetzt der Impulszufluss über das Gravitationsfeld beschreiben wir mit einem Kraftpfeil FG, der in positive Richtung zeigt. Der Impulszufluss über das untere Gummiseil bezeichnen wir als F-Band, also nicht Seil, sondern Gummiband unten. Der Impulsabfluss über das obere Gummiband beschreiben wir als FB oben. Daneben gibt es einen kleinen Luftwiderstand, den habe ich jetzt hier auch noch eingezeichnet. Vorher habe ich das nicht diskutiert. Der Luftwiderstand ist ein ganz, ganz kleiner Impulszufluss in diesem Fall von der Luft her. Wenn dann die Geschwindigkeit nach unten ist, ist es dann ein Impulsabfluss an die Luft. Nehmen wir als nächstes Objekt das untere Gummiband. Da fließt ja Impuls raus. Das gibt eine negative Kraft bezogen auf diese Richtung hier. Unten fließt der Impuls ja rein. Das gibt eine positive Kraft. Wenn wir jetzt das obere Gummiband freischneiden, dann haben wir hier den Impulszufluss ins obere Band und hier haben wir den Impulsabfluss aus dem oberen Band. Wir können jetzt sehen, dass das Impulsstrombild absolut kompatibel ist mit dem Kraftbild. Übrigens, der Impulsabfluss hier und der Impulszufluss hier, diese beiden Kräfte bilden ein Aktio-Gleich-Reaktio-Paar im Sinne von Newton. Auch diese rote Kraft F-Band unten und diese grüne Kraft F-Band unten bilden ein Aktio-Gleich-Reaktio-Paar im Sinne von Newton. Diese beiden Kräfte hier halten das Gummiseil im Gleichgewicht. Wir können also sehen, dass zu einem einzigen Impulsstrom mehrere Kraftpfeile gehören. Man könnte das Gummiseil
Band in 10 Teile zu schneiden, gedanklich, dann hätte man 20 Kraftpfeile, wobei immer zwei ein Gleichgewicht beschreiben und zwei andere dann Aktio gleich Reaktio. Zu den Formeln, also man kann den gravitativen Zufluss beschreiben als Masse mal Gravitationsfeldstärke, das ist also die Quellenstärke des Impulses und führt dann zu diesem Kraftpfeil. Der Luftwiderstand ist Rho halbe mal die Geschwindigkeit im Quadrat, das ist die Dichte der kinetischen Energie der Anströmung, mal die Querschnittsfläche mal ein Formfaktor, den nennt man Widerstandszahl. Das Gummiband, das habe ich jetzt hier als lineare Feder beschrieben, also Federkonstante mal Z. Z ist die Auslenkung. Ich wähle also den Nullpunkt dort, wo das Gummiband schon ein bisschen vorgespannt ist. Das mache ich dann mit diesem Z0. Eine interessante Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt das Koordinatensystem umdrehe? Machen wir das einmal. Hier also wieder der schwingende Tennisball. Jetzt wählen wir die positive Richtung nach oben und die gleiche Situation, also oberes Band stark gespannt, unteres schwach gespannt. Und jetzt können wir sagen, erstens, die Gravitation, das Gravitationsfeld entzieht dem Körper dauernd Impuls. Wir haben also eine Impulssenke. Das heißt, wenn wir den Körper nach oben werfen, dann können wir sehen, wie er langsamer wird, ohne dass außenrum etwas passiert. Das ist eben der Impulsaustausch mit dem Gravitationsfeld. Durch das obere Gummiband fließt jetzt Impuls zu. Die Regel, wonach Zugspannung einen rückwärts fließenden Impulsstrom anzeigt, ist also immer noch gültig. Unten fließt dann entsprechend Impuls weg, aber etwas weniger. Wenn wir jetzt die Kraftbilder anschauen, dann können wir sehen, dass die Regel, wonach ein Impulszufluss eine positive Kraft ergibt, oder da unten ein Impulsabfluss eine negative Kraft, oder hier ein Impulszufluss gibt eine positive Kraft. Natürlich gilt das auch für das andere Gummiband. Wir haben also zwei gleichwertige Darstellungen, das Impulsstrombild und das Kraftbild. Im einen Fall hängen die Ströme von der gewählten Koordinatenrichtung ab, aber das ist ja auch beim Impulsinhalt der Fall. Im anderen Fall hängen die Pfeile nicht von der Koordinatenrichtung ab, sind dafür aber immer auf ein frei zu schneidendes System zu beziehen. Ich behaupte, eine so saubere Kraftdarstellung wie hier finden Sie in keinem deutschsprachigen Physikbuch. Das ist ein bisschen ein Skandal. Jetzt möchte ich noch etwas weiteres kurz erzählen. Also ich kann ja auch diesen Bügel hier freischneiden, habe das gemacht. Dann haben wir also hier wieder Impulsabfluss, negativer Kraftpfeil, da unten haben wir dann Impulszufluss vom Gummiband, positiver Kraftpfeil. Ich habe dann noch eine zusätzliche Gewichtskraft eingezeichnet im Schwerpunkt. Der Schwerpunkt könnte ja ein bisschen außerhalb des Materials zu liegen kommen. Das heißt, ein Gewichtskraftpfeil ist immer hoch abstrakt. Er muss nicht einmal direkt im Innern des Körpers angreifen. Dann da unten haben wir noch die Normalkraft. Auch hier eine kleine Bemerkung. Es gibt, glaube ich, kein Buch, kein deutschsprachiges Physikbuch, das die Normalkraft auf einen Körper korrekt einzeichnet. Das ist ein weiterer Skandal. Soweit zu dieser Geschichte. Jetzt noch eine weitere Bemerkung. Wenn der Impuls rückwärts fließt, wie hier, da fließt er ja rückwärts, dann gibt das Zug. Wenn er vorwärts fließt, wie zum Beispiel da drin, dann gibt das Druck. Nun wissen wir alle, dass der Bügel dann noch ganz andere Spannungszustände
zu erleiden hat, wie eben Biegung, und dadurch kann er dann sehr rasch brechen. Das kommt daher, dass wenn der Impuls seitwärts fließt, also hier fließt er ja seitwärts, das ist der Z-Impuls, der in, sagen wir, X-Richtung fließt oder minus X-Richtung fließt und da unten auch, dann koppeln hier Drehimpulsströme ein. Oder ein bisschen präziser, wenn zum Beispiel der Z-Impuls in X-Richtung fließt, dann bilden sich Quellen oder Senken, man muss das Vorzeichen dann noch genau anschauen, von Y-Drehimpuls. Das heißt, wir haben hier oben entweder Quellen oder Senken von Drehimpuls und da unten auch. Und dieser Drehimpuls, der an einem Ort reinquillt und am anderen rausgeht, der muss dann hier durch das Bauteil strömen. Das nennt man dann den Biegemomentenverlauf. Natürlich ist der Drehimpulsstrom direkt nicht nachweisbar, aber indirekt schon, indem eben der Drehimpulsstrom immer begleitet ist von weiteren Impulsströmen. Soweit diese Geschichte. Die ist relativ neu, die ist eigentlich von mir so ausgearbeitet worden. Aber man kann diese Geschichte vergleichen mit dem, was in der technischen Mechanik üblich ist. Da legt man irgendwo einen Schnitt, zum Beispiel hier, und dann hat man zwei Schnittufer. Und an diesen Schnittufern zeichnet man immer die Querkraft ein. Das wäre eben der seitwärts fließende Impulsstrom. Man zeichnet die Normalkräfte ein, also immer im Sinne von Aktio gleich Reaktio. Die gibt es jetzt in diesem Beispiel nicht. Aber was es gibt, das sind dann diese Drehimpulsströme, oder ein Drehimpulsstrom, der führt dann zu den Biegemomenten. Und dann lässt man diese Schnittfläche durch das Bauteil hindurch wandern und so bekommt man den Querkraftverlauf und eben den Biegemomentenverlauf. Das heißt, wenn man das Bild der Ströme nicht hat, dann muss man so eine Hilfskonstruktion machen mit Freischneiden und linkem und rechtem Schnittufer. Wenn man die Geschichte mit dem Impuls und den Impulsströmen einmal begriffen hat, kann man ein systemdynamisches Modell machen. Man nimmt einen Topf, der den Impulsinhalt repräsentiert. Die Gewichtskraft ist dann ein Zufluss und den Luftwiderstand nehme ich als Abfluss. Bei den Gummibandkräften oder Impulsströmen durch das Gummiband nehme ich hier einen Zufluss und hier einen Abfluss. Das ist die Richtung des Impulsstromes in der ersten Vorzeichenwahl. Dann der Impulsinhalt dividiert durch die Masse gibt die Geschwindigkeit, auf integriert gibt den Ort. Der Ort beeinflusst dann die Stärke der Impulsströme in den Gummibändern und die Geschwindigkeit beeinflusst den Luftwiderstand. Die Gewichtskraft, das ist eine Konstantimpulsquelle M Masse mal Gravitationsfeldstärke. Zeigt noch schnell die untere Gummibandkraft. Sage ich einfach, wenn Z minus die Vorspannung kleiner 0 ist, dann ist der Impulsstrom D mal minus dieses Argument. Das ist dann wieder positiv, weil dann fließt eben der Impuls nach oben oder eben in den Tennisball hinein. Noch schnell die Globalgrößen, also Gravitationsfeldstärke, Dichte habe ich verwendet, Masse des Tennisballs, Radius, Querschnitt, Widerstandsbeiwert. Die Gummibänder habe ich als lineare Federn modelliert mit 20 Newton pro Meter Federkonstante. Das hier ist die Vorspannung des Gummibandes um 5 cm. Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit setze ich auf 0. Schauen wir uns die Simulationsergebnisse an. Hier die Geschwindigkeit, die beginnt bei 0, geht dann ins Positive, ins Negative und schwingt dann hin und her. Der Ort beginnt bei 0 und ist immer nur positiv. Das hängt eben mit der Anfangsbedingung zusammen. Und die Kräfte, also hier die obere Bandkraft, die variiert zwischen
1 und 1,6 Newton. Die untere variiert zwischen 0,4 und 1 Newton. Es gibt aber Momente, wo die beiden Kräfte gleich groß sind. Dann fließt der Impuls nur durch den Tennisball hindurch, ohne dass davon etwas hängen bleibt. Die Gewichtskraft zum Vergleich ist dann 0,6 Newton und der Luftwiderstand ist so klein, dass man die anderen Kräfte rausnehmen muss, damit man das sieht. Das sind also weniger als ein Millinewton. Nun, was das Impulsstrombild und das Kraftbild nicht bringen, das ist ein direktes Verständnis der Energie und des Energieumsatzes. Dafür habe ich das Flüssigkeitsbild kreiert, das ich jetzt hier nicht noch zeigen möchte. Aber man kann jetzt im systemdynamischen Modell völlig autonom noch eine Energieebene bilden. Das wäre also die kinetische Energie, das ist die Gravitationsenergie. Das ist die Energie des oberen Bandes, das ist die Energie des unteren Bandes und das hier ist die Energie des Luftwiderstandes, also die dissipierte Energie. Die Regel geht nach dem Karlsruher Energieträgerprinzip oder nach der Karlsruher Energieträgerformel. Man nimmt einfach den Impulsstrom mal die jeweilige Geschwindigkeit. Das ist natürlich beim Tennisball immer die Geschwindigkeit des Tennisballs. Das gibt den zugeordneten Energiestrom und das gibt dann den Energieaustausch zwischen diesen Speichern. Schauen wir uns noch schnell den Energieumsatz an. Also hier die Energieströme. Damit man den Energiestrom des Luftwiderstands sehen kann, muss man auch hier die anderen wieder rausnehmen. Aber der Energiestrom des Luftwiderstands ist immer nur positiv, das heißt, die Energie wird eben dissipiert, im Gegensatz zu den anderen Energieströmen, die eben sowohl positiv wie auch negativ sein können. Interessant ist noch der Energiestrom, der mit der Gravitationskraft zusammengeht. Der ist einmal positiv und dann wieder negativ. Das heißt, der Impuls fließt immer zu, aber die Energie, die dazu gehört, die fließt zu und weg. Dann hier noch die Energieinhalte des Bandes. Da haben wir eine Vorspannung, deshalb ist der Energieinhalt nie null. Des oberen Bandes, hier des unteren Bandes und hier noch die Energie der Gravitation. Und hier die Energie, die dissipiert wird, die ist natürlich stetig zunehmend. Meine Behauptung ist nun die, wenn man das Impulsstrombild, das Kraftbild und das hier nicht gezeigte Flüssigkeitsbild begriffen hat, dann kann man hier mit systemdynamischen Werkzeugen modellieren, zwar die Dynamikebene mit der Geometrie zusammen. Und auch die Energieebene. Und wenn man das alles mal gemacht hat, dann behaupte ich, hat man Mechanik verstanden. Vor gut einem halben Jahr hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben, das den Karlsruher Physikkurs und somit auch die Systemphysik als völlig unwissenschaftlich darstellt. Es wird empfohlen, den Karlsruher Physikkurs nicht in der physikalischen Ausbildung an Schulen zu verwenden. Schauen wir uns dieses Gutachten kurz an. Interessant ist, dass drei der Gutachter im Vorstand der DPG sitzen. Das heißt, Auftraggeber und Auftragnehmer sind teilweise identisch. Dann ist das Datum einmal geändert worden, weil man vergessen hat, den Hauptbeschuldigten, nämlich Professor Friedrich Hermann aus Karlsruhe, für eine Gegendarstellung einzuladen. Im ersten Teil geht es eben um den Begriff des Impulsstromes. Da werden Beispiele aus dem Karlsruher Physikkurs genommen und dargestellt. Ich gehe hier nicht auf die Details ein, weil ich ja das vorher ja deutlich dargelegt habe. Interessant ist, wie stümperhaft hier teilweise Analogien aufgebaut werden. Zum Beispiel dieses Bild hier. Da ist also dieser Impulsstromkreis, den ich ja vorher eigentlich auch gezeigt habe, wenn man hier jetzt noch den Tennisball sich hier vorstellen würde. Dieser Impulsstromkreis wird verglichen mit einem elektrischen Kreis.
Ist aber ein riesen Unterschied. Hier haben wir keine dissipativen Elemente und hier haben wir als dissipatives Element eine Glühbirne. Und dann steht hier, der Kraftmesser ist deshalb mit der Glühbirne im elektrischen Fall vergleichbar. Nun, wenn man die Differentialbeziehungen hinschreibt für einen Widerstand und für eine Feder, dann sieht man sofort, dass eine Feder eben nicht mit einer Glühbirne zu vergleichen ist, sondern mit einem Induktivglied. Soweit zur wissenschaftlichen Präzision dieses Gutachtens. Die Schlussfolgerung, die ist dann verheerend. Also da wird gesagt, dass man die Richtung des Impulsstromes experimentell nicht überprüfen könne. Das ist klar, das habe ich ja vorher gezeigt. Das hängt davon ab, wie man das Koordinatensystem wählt. Und deshalb sei die Richtung des Impulsstromes eine willkürlich festgelegte Konvention. Nun, so willkürlich ist es nicht. Es hängt eben mit dem Koordinatensystem zusammen. Aber sonst ist es natürlich eine Konvention. Und deshalb hat die Richtung des Stromes natürlich keine objektivierbare Realität. So wenig wie die Kräfte. Ich habe ja vorher gezeigt, dass man Kräfte zu Hunderten erzeugen kann mit Hilfe des Schnittprinzips. Dann wird hier gesagt, es gibt diesen Strom in der Natur nicht. Darum hat der KPK-Impulsstrom auch keinen Platz im Gebäude der Physik und ganz gewiss auch nicht im Physikunterricht. Da stellt sich die Frage, von welchem Wissenschaftsverständnis gehen dann diese Leute aus? Gibt es die Schrödingersche Wellenfunktion, wo man ja nur das Quadrat davon statistisch nachweisen kann? Und wenn man die ganze moderne Physik nimmt des 20. Jahrhunderts, dann könnte man praktisch auf jeden Begriff diese Behauptung anwenden, dass es keine objektive Realität hat. Dieses Gutachten oder etwas präziser, dieses Pamphlet hat viele Reaktionen hervorgerufen, vor allem negative. Deshalb sah sich die Gutachtergruppe gezwungen, ergänzende Bemerkungen zum DPG-Gutachten ins Netz zu stellen, und zwar für Fachkollegen. Nun, ich weiß nicht genau, was mit Fachkollegen gemeint ist, aber Physiker können auf keinen Fall gemeint sein, denn die würden das nicht akzeptieren. Ich gehe jetzt hier wieder zum ersten Abschnitt, zu den Impulsströmen in der Mechanik. Und da steht, dass man den Mechanikunterricht üblicherweise damit beginnt, dass man den Einfluss einer Kraft auf einen Körper behandelt. Gut, das kann man machen am Anfang, aber irgendeinmal muss man ein bisschen weiterkommen. Und wenn man das Newtonsche Bewegungsgleichung nennt, dann sollte doch hier stehen, die Summe aller Kräfte gleich Änderungsrate des Impulsinhalts. Denn Newton hat sich vor allem mit dem Sonnensystem beschäftigt. Und wenn man zum Beispiel den Impulsinhalt der Erde nimmt, dann ändert der sich wegen der Sonne, wegen dem Mond, wegen dem Jupiter und wegen den anderen Planeten. Das heißt, es müsste hier stehen, die Summe aller Kräfte der Himmelskörper gibt die Änderungsrate des Impulsinhalts der Erde. Und dann geschieht hier relativ plötzlich der Übergang zur Kontinuumsbeschreibung. Da wird diese Gleichung angegeben, die nennt man dann hier Eulersche Gleichung. Nun, wenn man jetzt wieder die Erde nimmt, und dann kann man ja hier mit dem zweiten Term den Satz von Gauss anwenden, das kommt weiter unten, und dann kann man sagen, das Oberflächenintegral über den Spannungstensor gibt dann diesen Ausdruck, und wenn man die Erde nimmt als Körper und die Hüllfläche oder die Bilanzfläche weit außen herum wählt, also zum Beispiel 1000 Kilometer über der Erdoberfläche, dann ist dieser Ausdruck gleich Null. Und dann würde das ja bedeuten, denn der erste Ausdruck bedeutet ja die Impulsänderungsrate, dann würde das bedeuten, dass die Erde ihren Impuls überhaupt nie ändern kann. Nun, was ist hier passiert? Hier ist die Gravitation vergessen gegangen. Und wenn man schon von Newtonscher Bewegungsgleichung redet, dann kann man doch die Gravitation nicht einfach vergessen.
dann wird hier diesem zweiten Term Nettoimpulsstrom gesagt. Das macht hier noch keinen Sinn. Das macht erst Sinn, wenn man den Satz von Gauss angewendet hat. Dann ist nämlich das Oberflächenintegral über den Spannungstensor gleich dem Nettoimpulsstrom. Und dann wird hier verlangt, dass man immer über eine geschlossene Oberfläche integrieren müsse. Nun, das ist natürlich blanker Unsinn. Gehen wir zurück zum hüpfenden Tennisball. Dort haben wir eine Volumenkraft, eben diese Impulsquelle, die hier überhaupt fehlt. Das ist die Gravitationswechselwirkung. Und dann haben wir zwei Gummibänder. Und dort müssen wir immer nur über die Querschnittfläche des Gummibandes integrieren, damit wir die entsprechende Kraft bekommen. Erst beim Luftwiderstand müssen wir dann über die restliche Oberfläche des Tennisballs integrieren. Also die Aussage, man müsse immer über eine geschlossene Fläche integrieren, ist blanker Unsinn. Und ich frage mich, wer hat das ausgedacht? Und dann wird dem Karlsruher Physikkurs vorgeworfen, dass er über eine offene Oberfläche integriere. Nun, das machen alle Ingenieure. Ich habe es vorher gezeigt an einem Beispiel. Das nennt man Schnittprinzip. Und dann hat man immer ein linkes und ein rechtes Schnittufer. Das sind dann die beiden Körperoberflächen. Und entsprechend gibt es dann zwei Kräfte im Sinne von Aktion gleich Reaktion oder zwei Drehmomente im Sinne von Aktion gleich Reaktion. Also diese Forderung hier, die ist dermaßen an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, wem kommt sowas in den Sinn? Anfang September 2013 haben 19 Professoren der theoretischen Physik folgende Erklärung ins Netz gestellt. Ich zitiere hier die Kernaussage der Erklärung. Die Unterzeichner erklären, dass sie die im Gutachten und den Ergänzungen formulierte inhaltliche und fachliche Kritik nicht teilen. Sie halten die aufgeführten Beispiele, die laut Empfehlung belegen, dass der KPK zu experimentell nachweisbar falschen Aussagen führe, für nicht stichhaltig. Deshalb distanzieren Sie sich ausdrücklich von der im Namen der DPG-Mitglieder ausgegebenen Empfehlung des DPG-Vorstands. Sie fordern den DPG-Vorstand auf, die Empfehlung mit sofortiger Wirkung zurückzuziehen. Die nachfolgende Begründung deckt sich in etwa mit dem, was ich in mehreren Videos auszudrücken versucht habe. Natürlich ist es hier prägnanter und kompetenter formuliert. Ich hätte aber auch nicht so anständig argumentiert. Ich hätte gesagt, zieht doch dieses Pamphlet einfach zurück und entschuldigt euch bei Professor Friedrich Herrmann. Die Antwort der DPG-Gutachtergruppen auf die Kritik der Professoren der theoretischen Physik kam postwendend. Das heißt, die kam am 9. September 2013. Nun, es kann jeder, der will, dieses Papier studieren. Ich halte es für nicht korrekturfähig. Friedrich Herrmann hat versucht, es ist auf seiner Webseite aufgeschaltet, eine Korrektur anzubringen. Aber ich denke, die Struktur ist dermaßen wirr, dass sich hier kaum mehr eine Korrektur anbringen lässt. Ich zeige das an zwei, drei Beispielen. Da steht zum Beispiel, die Kritiker benutzen eine mathematische Konstruktion von Größen, die in einer gewissen Verallgemeinerung unbestritten als Impulsströme bezeichnet werden können. Ich meine, das ist doch dermaßen gewunden und es geht hier um die Impulsströme, die ich vorher am Beispiel des schwingenden Tennisballs gezeigt habe. Da gibt es keine mathematisch komplexen Konstruktionen. Das sind einfach Impulsströme, wie man sie sogar den Schülern der Volksschule vermitteln könnte.
Dann steht hier mathematisch widerspruchsfrei. Was soll das eigentlich heißen? Kann selbstverständlich jedes Flächenintegral über den Spannungstensor als Impulsstrom bezeichnet werden. Ich würde der Gutachtergruppe empfehlen, einmal ein Lehrbuch zur technischen Mechanik zu lesen. Da wird teilweise die Kraft als Oberflächenintegral über den Spannungstensor definiert. Und dann steht hier wie das Beispiel so definierter Impulsströme in statischer Situation zeigt, entspricht ihnen aber keine Materieströmung. Um das geht es ja genau. Diese Impulsströme, die im KPK behandelt werden, das sind leitungsartige Impulsströme. Das sind eben Impulsströme, die mit Hilfe des Spannungstensors beschrieben werden können. Und das sind genau nicht die Materieströmung. Die kommen ja auch im ergänzenden Bericht der Gutachtergruppe auch erst viel später vor und werden dort einfach durch die Hintertür hineingeschmuggelt. Dann steht hier, diese Gegenüberstellung zeigt eine Auffassung des Impulses als Kennzeichen bewegter Materie führt zwingend zu geschlossenen Flächenintegralen über Tensoren der Impulsstromdichte bzw. Spannungstensoren. Nun, ich glaube, da lässt sich nichts mehr retten. Diese Leute sind weder willens noch fähig, elementare Zusammenhänge der Kontinuumsmechanik zu begreifen. Und ich denke, es ist an der Zeit, diese Diskussion zu beenden. Und ich hoffe, dass die DPG fähig sein wird, diese Krise zu bewältigen. Das heißt, es braucht hier neue Köpfe, damit die Gesellschaft dann wieder arbeitsfähig ist und auch wieder offen ist für Kritik.